Das Wetter spielte mit, trotz einiger schwarzer Wolken. Die Musik von Jimi Hendrix stand im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung des Dürmener Sommers 2017. Er wäre jetzt 75 Jahre alt geworden. Wir haben zwei Acts auf der Bühne. Bei uns musste das Los entscheiden, wer anfängt und wer als Headliner auf der Bühne stehen wird. Wir haben einmal die Blue Poets dabei. Dahinter ist die Gitarrenlegende Markus Dehme. Und wir haben dann Blue Plays Hendrix, also mit der deutschen Gitarrenlegende Thomas Blug. Damit haben wir sicherlich die beiden besten Fender Stratocaster-Spieler Deutschlands auf der Bühne. Und wir werden der ganzen Sache das Motto geben, Jimi Hendrix. Zum Auftakt spielen The Blue Poets. Meistergitarrist Markus Dehme zieht alle Register. Allein seinetwegen waren etliche musikbegeisterte Zuschauer auf dem Dürmener Marktplatz gekommen. Also diese Band hat erst eine Platte rausgebracht, uns gibt es erst seit 9.9. letzten Jahres offiziell, aber davor hat sich das so ein Jahr lang gefunden, also jetzt knapp 2 Jahre. Also es waren beide alte Stratocaster, die eine habe ich gerade gekauft aus den 70ern, das ist eher Hendrix-mäßig, und die andere ist von 1963, aber das ist so meine Hauptgitarre seit 10 Jahren. Auch seine Bandkollegen stellten ihr Können unter Beweis. So brillierte Drummer Felix Dehme mit einer rund 20-minütigen Solo-Einlage. Ich glaube, es sind noch 10, 15 Konzerte dieses Jahr, ich weiß es nicht genau. Immer gucken auf thebluepoets.com. Ja? Und danach geht es, glaube ich, nach Österreich und dann hoffentlich ins Ausland. Und dann gibt es schon erstmal zwischenzeitlich eine Live-Platte am 9.4. Um 22 Uhr fliegender Wechsel auf der Bühne. Mit seiner hochkarätig besetzten Band betreten Thomas Blug und seine Bandkollegen die Bühne. Blug Plays Hendrix steht auf dem Programm. Ja, Jimi Hendrix ist einer der größten Gitarrenhelden aller Zeiten. Und ich versuche mich auch an der Gitarre. Einige meinen, ich wäre auch ein Held. Ich gebe mir meine Mühe, aber Jimi Hendrix hat das quasi vorgelebt. Und ich interpretiere Jimi Hendrix Musik auf meine Art und Weise, weil eine Kopie wäre eine Coverband. Das machen wir aber nicht. Jeder von uns ist eine eigene Persönlichkeit, die sich in der Musik von Jimi Hendrix wiederfindet. Insofern interpretieren wir die Musik von Jimi Hendrix auf unsere Art und Weise, und das heißt dann Blug Plays Hendrix. Über mangelnde Auftritte kann sich Profimusiker Blug nicht beschweren. Sein Terminkalender ist voll mit Auftritten im In- und Ausland. Ich habe hier Kammgarn in Österreich nächstes Wochenende am, wie heißt der große See? Bodensee, genau, Bregenz. Dann habe ich einige Konzerte bei mir in der Heimat. Ich komme aus Saarbrücken, da gibt es schöne Sachen. Dann habe ich Luxemburg auf dem Kalender, Hamburg war ich gerade. Gegen 0.30 Uhr endet das Konzert. Für die weiteren musikalischen Events des Dürmener Sommers war dies erst der Auftakt. Es folgen eine Reihe von Klangspuren-Events in den Ortsteilen und eine weitere Musikveranstaltung auf dem Marktplatz.